Wer war Jean Emily Henley und warum sollte man sich an sie erinnern? Über 15 Jahre lang gab es auf dem Hai-Kongress eine Gedächtnisvorlesung mit ihrem Namen. Leider wird meistens nur der Wikipedia-Artikel zu Beginn vorgelesen und der darauf folgende Vortrag hat überhaupt nichts mit ihr zu tun. Um die Bedeutung von Jean Henley für die Anästhesie in Deutschland zu verstehen, muss man eine Idee davon haben, was für eine Situation sie im Nachkriegsdeutschland vorfand und wie sie selbst die Anästhesie in den USA kennenlernte. Der Beginn der modernen Anästhesie wird jeden 30. März mit dem Doctor's Day gefeiert, in Erinnerung an die erste Narkose durch Crawford Long 1842. Nun werden sich einige fragen, was war denn mit William Morton und seiner öffentlichen Ether-Narkose am 16. Oktober 1846 im Etherdome, bei der es ja angeblich hieß, Gentlemen, this is no humbug. Erst einmal wurde dieser Satz so nie gesagt, aber es stimmt schon, dass nach dieser Operation die moderne Anästhesie publik wurde. Was beiden Events gemeinsam ist, ist, dass sie in den USA stattfanden. Lagen sonst bei vielen Fachbereichen die Wurzeln in Europa, so war die Anästhesie von ihrer Geburt an eine amerikanische Fachrichtung. Dies zeigte sich auch in ihrer Fachgesellschaft. 1905 wurde die Long Island Society of Anesthetists gegründet und 6 Jahre später als New York Society of Anesthetists erweitert und schließlich 1936 zur American Society of Anesthetists. Seit 1940 gibt es die Fachzeitschrift Anesthesiology. Immer schon ging es nicht nur darum, einfach Narkosen zu verabreichen, sondern vor allem auch um die dazugehörige Forschung. Deshalb auch folgerichtig die Umbenennung in American Society of Anesthesiologists, ASA. Wie unterschiedlich dazu war hingegen die Situation in Deutschland? Dort dominierten die Chirurgen den OP und die wollten keine Konkurrenz. So waren es Pflegekräfte und Jungassistenten, die für die Narkose abgestellt wurden. Im Dritten Reich bei den Nazis gab es noch den Halbgott in Weiß. So formulierte Jean Henley ihre Einschätzung in einem Bericht. When one had lived in hospitals here, it is possible to conceive of the development of a dictatorial state. The chief of a service is a little god. He is empowered to determine all the activities of his subordinates. Not only that, but it would be a loss of face if he allowed a subordinate to develop techniques which he himself cannot master. Dass nichts Gutes herauskommt, wenn man Hierarchie über Kompetenz stellt, hat man am Kadavergehorsam in 12 Jahren hautnah erleben können. Gerade Ärzte stellten nach den Juristen die Berufsgruppe mit dem zweithöchsten Anteil an Parteimitgliedern. Beiden Berufsgruppen ist gemeinsam, dass sie davon profitierten, dass durch mangelnden Konkurrenzdruck infolge des Holocaust Emporkömmlinge, die politisch korrekt waren, leichter aufsteigen konnten. Aber militärisches Denken gab es schon früh in der Medizin. Zum Beispiel das Collegium Medico-Chirurgicum, welches später von der Pépinière übernommen wurde, war ja auch eine der Wurzeln der Charité. Ähnlich wie es im Militär Offiziere und Unteroffiziere gab, nannte man die Ärzte dann Oberärzte und Unterärzte. Später jedoch benutzte man immer häufiger den Begriff des Assistenzarztes. Im Nachkriegsdeutschland war es für einen chirurgischen Ordinarius ein Autoritätsverlust, wenn er nicht auch fachlich zu allen Aspekten die letzte Instanz war. Deshalb bevorzugten die Chirurgen auch lieber Pflegekräfte mit einer Ether-Schimmelbusch-Maske als modernere Anästhesieverfahren, bei der man komplizierte Maschinen bedienen musste. Oder aber es waren Jungassistenten, die meiste Zeit gar nicht auf den Patienten achteten, sondern über das Tuch den Vorgang der Operation verfolgten und hatte der Patient zum Beispiel aufgrund mangelnder Atemwegssicherung gepresst, konnte der Operateur rüberschreien, mehr Ether! Ein zweiter Grund war das Problem, dass der Operateur Angst hatte, nicht mehr das letzte Wort haben zu können, wenn plötzlich 2 Fachärzte im Raum sind. So herrschte eine gewisse Rigidität vor, die einmal ein Chirurg einem jüngeren Kollegen so erklärte.
Es gibt zwei wichtige Grundsätze in der Chirurgie, warum man etwas so macht. Erstens, das haben wir schon immer so gemacht. Und zweitens, da könnte ja jeder kommen. Heute weiß jeder Medizinstudent, dass der informelle Fehlschluss des Autoritätsarguments oder wie der Wikipedia-Artikel dazu heißt, das Argumentum ad verecundiam zu Fehlentscheidungen führt. Wenn heutzutage ein Ordinarius oder Fullprofessor oder früher C4-Professor eine Behauptung aufstellt und im Brusten der Überzeugung sagt, da gibt es Studien zu, dann fragt heutzutage derjenige, der sich tatsächlich näher mit dem Thema befasst hat, ob er ihm vielleicht welche zukommen lassen könne, denn er kenne trotz Recherchen keine Studien, die seine Behauptung unterstützen würden. Es würde für dieses Video zu weit führen, ginge man auf die Hintergründe für eine fehlende Ambiguitätstoleranz, den autoritären Charakter Erich Fromms oder die autoritäre Persönlichkeit von Theodor W. Adorno und andere Aspekte ein. Selbst in der Nachkriegszeit gab es immer wieder Erklärungsversuche, wie man nur Hierarchie über Kompetenz stellen kann. So gab es 1963 die Banalität des Bösen von Hannah Arendt und das Milgram-Experiment und 4 Jahre später The Third Wave. Aber auch heute noch findet man Groupthink vor. Und spätestens durch die Pandemie wurde uns bewusst, wie unterentwickelt Erkenntnistheorie oder epistemologisches Wissen und kritisches Denken verbreitet sind. Es ist also ein Problem, das nur aufwendig angegangen werden kann. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man nicht die Fehler des Ersten Weltkriegs wiederholen und versuchte sich an Entnazifizierung, Re-Education und speziell hier an der Idee der Healing Democracy. Einerseits gab es Anästhesisten aus Großbritannien und den USA, die zu Besuch kamen. Andererseits wurde es jungen Kollegen ermöglicht, im UK und den Staaten, aber auch in der Schweiz und Schweden, eine ärztliche Weiterbildung zu erfahren. Was war nun die Rolle von Jean Henley in all dem? Wer war sie und was bewirkte sie? Jean Henley wurde 1910 in Chicago geboren und war die einzige Tochter von einem Ungarn mit dem Namen Hella und ihrer Mutter aus Deutschland. Da die Eltern Deutsch sprachen, lernte es die sprachbegabte Jean Henley auch. Noch in ihrer Kindheit hatten die Eltern den Nachnamen ändern lassen, ebenso führten sie auch ihre jüdische Tradition nicht fort. Jean Henley war vielseitig interessiert und studierte 3 Jahre lang Bildhauerei in Paris, später dann Medizin und arbeitete als Internistin im Medical Corps während des Krieges. Danach absolvierte sie eine Weiterbildung in Anästhesiologie an der Columbia University, dem Krankenhaus von Virginia Apgar und Emanuel Papa. Und Papa bot ihr auch nach der Ausbildung eine Stelle an. Aber sie wollte lieber reisen in die Schweiz und auch das Land ihrer Mutter, Deutschland, kennenlernen. In New York lernte sie die Ärztin Dr. Maria Dehlen kennen. Diese schlug ihr vor, dass sie nach ihrem Aufenthalt in der Schweiz sie einmal in Wiesbaden besuchen kommen könnte. Dort dann angekommen, brachte sie Jean Henley unmittelbar in eine OP an der Uniklinik in Gießen. Deutschland lag im Wissen ein halbes Jahrhundert zurück. Wissen, das selbst aus Deutschland kam, ging verloren. Es fehlte fundamentales Grundlagenwissen zu Pharmakologie und Physiologie. Auch Qualitätsmanagement war unbekannt. Verstarb ein Patient, wurde es einfach als schicksalhaft deklariert. Nicht selten hieß es, Operation gelungen, Patient tot. Eine präoperative Einschätzung fehlte ebenso wie die Dokumentation der Narkosen in einem Protokoll und es gab auch keinerlei postoperative Versorgung. Jean Henley unterrichtete die Verwendung von Muskelrelaxantien, Atemwegsmanagement und endotracheale Intubation und die Beatmung mit modernen Narkosegeräten. Ursprünglich galt der Visum nur wenige Tage, aber weil der Bedarf so groß war, musste sie es immer wieder verlängern. Das machte die amerikanischen Behörden auf sie aufmerksam und als sie erfuhren, was Jean Henley aus privaten Antriebmitteln leistete, gaben sie ihr Unterstützung, unter anderem ein Auto. Aber selbst mit den vielen Krankenhäusern, die sie besuchte, war es unmöglich, in jeweils 2 Wochen eine Facharztweiterbildung, die damals 2 Jahre dauerte, zu ersetzen.
So schrieb sie ein Lehrbuch. Der Springer Verlag hatte es aus Angst vor den Chirurgen abgelehnt zu drucken und so wurde es von de Gruyter herausgebracht. Dieses 120 Seiten lange Manual war anders als die aus dem englischsprachigen Raum übersetzten Bücher. Die Beliebtheit zeigte sich daran, dass dieses Buch ohne jegliche Buchbesprechung bis 1991 in 13 Ausgaben eine Gesamtauflage von über 15.000 Exemplaren erreichte. 1981 wurde sie als Ehrenmitglied von der DGI ausgezeichnet. Zum 10-jährigen Jubiläum des HAI 2008 wurde eine Gedächtnisvorlesung etabliert. In dieser Übersicht der bisherigen Gene Henley Memorial Lectures erkennt man an den Vortragenden und Themen, dass nur die ersten drei Vortragenden noch aus dem angloamerikanischen Raum kamen. Dann, nach insgesamt 4 Anästhesisten, waren nur 2013 und 2015, also dann insgesamt nur 6 Anästhesisten von zusammen 15 Vortragenden ausgezeichnet worden. Nun ist auch der Hai Geschichte. 1998 wurde der Hauptstadtkongress für Anästhesiologie und Intensivtherapie als ein kleines Projekt der Klinik für Anästhesie an der Charité Campus Mitte gestartet. Dann, seit 2006, wurde er Teil der DGAI und dann, ab 2012, wurde er von wechselnden Kliniken organisiert. Ab 2024 geht er dann zusammen mit dem DAC in den DGAI-Jahreskongress auf. Was bleibt also von Gene Henley in Erinnerung? Für die Narkose ist eine fundierte Ausbildung wichtig. Man muss komplexe Geräte bedienen können und auch handwerkliche Techniken beherrschen. Anästhesiologie erschöpft sich jedoch nicht darin, einfach nur sklavisch Algorithmen abzuspulen, sondern man muss auch die theoretischen Grundlagen dazu kennen und zum Beispiel die Pharmakologie und Physiologie dahinter verstehen, um vor allem ein Verständnis dafür zu bekommen, warum man etwas so macht. There are always several ways to skin a cat. Wichtig ist die gute Patientenversorgung. Vor allem gehört zur Anästhesie auch ein Qualitätsmanagement mit den richtigen Strukturen, sodass man sie ständig verbessert mit dem Ziel einer besseren Patientenversorgung. Dies erfordert eine Kultur, in der professionell und nicht nach persönlichen Befindlichkeiten gearbeitet wird. Wer heutzutage der Generation Y keine modernen Strukturen und Kultur anbieten kann, sondern sich in den letzten 74 Jahren nicht geändert hat, darf sich nicht darüber wundern, warum er nicht die besten Anästhesisten für seine Abteilung anziehen kann. Auf Wiedersehen im nächsten Video.